Was geht ab, Elite, zum zweiten Part von Watch Dogs? Und ja, ich würde sagen, wir labern nicht lange rum, sondern legen gleich los. Ja, ich muss jetzt hier den Strom ausschalten, hieß es, im letzten Part. Und ich würde sagen, dann hacken wir uns einfach mal hier oben rein. Und von hier aus weiter zu der Kamera. Suchen und finden, mehr ist es nicht. Okay, das geht noch nicht. Gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und lassen sich echt ausbringen. Ah, okay. Jetzt das hier hacken. Wow. Und jetzt. Was hier? LP im Wapets. Ah, genau. Sieht man hier unten links. Habe ich ein neues Gerät. Blackout. RB einsetzen. Hui. Ich finde, das Stadion sieht total geil aus mit den ganzen Leuten. Obwohl die da unten sich nicht bewegen. Das ist ein bisschen schlecht gemacht. Okay, jetzt muss ich mich durch. Schnell. Schnell dran vorbei, bevor mich einer sieht. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn sie mich entdecken. Hä? Was war das eigentlich? Kann ich das hacken, oder was? Nee, geht nicht. Schade. Wäre geil gewesen. Okay. Wo bist du, Johnny? Was? Weg! Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. In der Garage da drüben. Das ist eine geile Beschreibung, hey. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns das Auto. 61.000, was die teilweise verdienen. Teilweise aber auch gar nicht mal so gut. 20.000. Wow, die suchen nach mir. Gut, Strom ist wieder an. Der Strom war ja im ganzen Viertel abgeschaltet. Voll heftig. Wie ja gesagt. Yay, die Karre. Jetzt geht's los. RT Gas, Handbremse B, okay. Aus dem Weg. Okay, schnell weg, bevor die Bullen mich sehen. Ja. Scheiße. Wow. Sorry, die Lenkung ist echt total schwammig. Leck. Oh, wow, wow. Das war ein guter Drift, diesmal. Ich würde sagen, muss ich einfach nur schnell genug sein, dass ich die abhänge. Okay, hier vorne ist eine Kreuzung. Wow. Am besten überfahre ich noch jemanden. Der Typ lebt echt gefährlich. Der lebt gefährlich, lebt gefährlich. Wow, wow. Alter, wie will man die abhängen? Jetzt habe ich gerade die Ampel da oben gehackt, die auch. Das ist ziemlich cool gemacht. Wow, wow, wow. meine Fahrertür schwenkt auf. Wahnsinn, ey. Nicht verbunden. Okay, ab hier jetzt kann ich wohl nicht mehr hacken anscheinend. Alter. Doch, kann ich schon. Alter, wie schnell dran. Wow. Wow. Alter, geht es ab.
Dass er gleich löffeln kann, heißt. Hab ich die nicht schon längst abgehängt, die Polizei? Dann kommen sie den Cops bitte schon längst. Schau mal, vielleicht muss ich auch ein bisschen rumherum fahren. Wissen die, dass ich abgebogen bin? Wow, wow, wow. Ab durchs Gemüse. Ich sehe da nichts, das Ding raucht, die Blöde. Okay. Okay, jetzt muss ich aus dem Ring raus anscheinend. Ja, bin draußen. Okay. Oh, Gegenverbahn. Oh Mann, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, was soll's, aber was soll's. Okay, hier kann ich rüber. Schon besser. Die Dinger, die... Was ist das? Karte zu öffnen, GPS, bla bla. Machen wir das mal. Muss ich hin? Kann ich zurückzoomen oder so? Ich denke, ich werde wahrscheinlich zu diesem roten Punkt da vorne müssen, oder? Zu dem hier. Wird das sein? Naja, dahin muss ich. Ziel, genau. Jetzt einfach noch dem blauen Pfad folgen. Das ist ziemlich cool gemacht, da weiß man gleich, wo man fahren muss. Weil ich kenne es oft mit so einem GPS, sag jetzt mal Dreieck, das in der Luft schwebt. Und das zeigt ja manchmal so komische Sachen an. Und so ist das ziemlich cool gemacht. Wow. Wow. Wenn die Karre brennt, ich glaube in Y steige ich aus. Ich bin mir halt überhaupt nicht sicher. Ah, wird schon Y sein, ja. Obwohl ich auch gar nicht weiß, ob hier in dem Spiel sich die Autos auch so zerreißen wie bei GTA oder so. Ja, ich fahr bei Rot drüber. Gar nicht gut. Jo, und schon bin ich zu Hause. Fehlt nur noch... Okay. Wow. Ich hab was gesprengt. Wollte ich gar nicht. War keine Absicht, Leute. Jo. Scheiße, mach langsam. Sorry. Sorry für den kleinen Cut. Musste kurz sein. Jo, geh ich rein. Ah, schicke Bude. Familie ausspionieren. Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich sehr brav. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Oh Mann. Vernachlässigt alles anscheinend. Ruhe da. Sau geil. Oh. Das ist aber richtig geil, wie sich das so spiegelt. Ich meine, so drauf projiziert wird. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Wenn wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor
gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas größere Arbeit. Gib mir Zeit. Komponente. Skillpunkte erhalten, okay. Mal kaufen. Ah genau, also ich, unten rechts sieht man, ich habe 5 vorhandene Skillpunkte. Ah, das kann von Trailer, gell, das brauche ich auf alle Fälle. Was ist das hier oben? Brücke, wieso nicht? Okay, hier oben kann man auch wechseln, sehe ich gerade. Kampf. Fahren. Hacken. Ich würde sagen, machen wir bei Kampf ein bisschen weiter. Fokus. Das braucht man auf alle Fälle. RT. Genau, fest gedrückt halten. Ist das hier? Verringere Rückstoß. Wieso nicht? Sonst geht ja eh nichts mehr, oder? Sonst geht ja eh nichts. Hergestelltes. Was ist Fahren? Schaltet automatisch den Fahrzeugalarm ab. Ah, okay, weil der Fahrzeugalarm, das machen wir auch. Das wäre sonst nervig, wenn es dauernd. Bin mal gespannt, wie der Fokus funktioniert. Elektroteile, wieso nicht? Plus 100 IP, auch nicht schlecht. Schlafen legen. Fahndungsstufe zurückgesetzt. Aufgefüllt, gespeichert. Okay. Spiel speichern ist es auch noch, okay. Dann würde ich sagen, ja, legen wir uns mal hin. Machen wir 8 Uhr früh. Nicht ganz so früh, ne? Aber schlafen, ja. Okay. Gute Nacht. Egal. Dieses Pixelige ist voll eigenartig, aber irgendwie auch cool, ich weiß nicht. Hat Charakter, aber ich finde, manchmal kennt man ein bisschen was nicht. Krass. Alter, 6 Jahre alt. Alte Pizzaschachtel. Ich kann mich so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Boah, das ist schon ziemlich heftig. Kriegt man fast ein bisschen Gänsehaut. Okay, würde ich sagen. Eine Garderobe umziehen kann man sich anscheinend auch, aber ich habe eh keine anderen Klamotten, das weiß ich. Dann gehen wir raus. Die Musik ist gut. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Parkplatzwächterin. Geomatik, was? Hotelhausmann, Kellnerin. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sind wir jetzt in der offenen Welt anscheinend und können es hier loslegen. Ich würde sagen, machen wir aber im nächsten Part. Das war's für diesen hier. Das heißt, im nächsten Part geht es erst richtig los mit dem Game. Alles war erst so das Opening, würde ich behaupten. Lasst eine Bewertung da, schreibt ein schönes Kommentar und abonniert mich, falls ihr mich noch gar nicht kanntet und so. Und schaut auf alle Fälle mal beim Hauptkanal vorbei, wäre auch cool. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part. Ciao!